Und damit schauen wir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mal auf aktuelle Umfragen, die es natürlich auch in der vergangenen Woche gegeben hat. Janina Mitzer ist bei uns im Studio, die Geschäftsführerin des Meinungsforschungsinstitutes CW. Janina, schön, dass du bei uns bist. Wir haben gerade schon mit Steffen Schwarzkopf in Sonneberg gesprochen. Und die Frage, die sich stellt, ist natürlich, ist das ein Thema, das nur Thüringen beschäftigt? Oder würde es auch die Menschen im restlichen Land beunruhigen oder gar nicht beunruhigen, wenn ein AfD-Kandidat erstmals Landrat werden würde in Deutschland? Ja, dafür bietet sich natürlich die Demoskopie an. Und deshalb haben wir einmal bevölkerungsrepräsentativ in ganz Deutschland gefragt, würde es sie eigentlich beunruhigen, wenn ein Landrat der AfD gewählt wird. Und da sehen wir tatsächlich, eine Landratswahlgewinn der AfD würde mich beunruhigen. Dem stimmen 52% der Deutschen zu. Das ist mehr als jeder Zweite. 5% sind unentschieden. 43% lehnen diese Aussage ab, sind also nicht so beunruhigt. Wir sehen in unseren Auswertungen, dass insbesondere ältere Menschen eher beunruhigt sind. Und das ist natürlich naheliegend, die Anhängerinnen und Anhänger der eher linken Parteien. Jetzt hat die AfD in dieser Woche ja angekündigt, sie wolle bei der nächsten Bundestagswahl einen Kanzlerkandidaten oder eine Kandidatin aufstellen. Wie sieht das denn aus in der Bevölkerung? Trifft das auf Zustimmung oder Ablehnung? Ja, das können sich sicherlich viele von uns noch gar nicht so richtig vorstellen. Aber die AfD hat es eben angekündigt und deshalb haben wir hier einmal gefragt, würden Sie es begrüßen, dass die AfD einen Kanzlerkandidaten für die nächste Bundestagswahl aufstellt? Und wir sehen tatsächlich 34%, also etwas mehr als jeder Dritte, ziemlich genau jeder Dritte findet es positiv. Jeder Fünfte knapp mit 19% ist unentschieden und knapp die Hälfte sieht das eher negativ. Auch hier ist klar, die Anhängerinnen und Anhänger der AfD finden es natürlich besonders positiv. Das sind aktuell relativ viele. Die Anhängerinnen und Anhänger der linken Parteien, die sehen das besonders negativ. Aber 34% ist natürlich schon ein Wort. Diese Zahl müsste ja auch die Unionspolitiker beunruhigen, denn die Union ist ja durchaus die Partei, die wahrscheinlich noch am ehesten wieder AfD-Wähler zurückgewinnen könnte oder das auch will. Wer wird denn da überhaupt für, ja, möglicherweise eben fähig gehalten, Wähler zurückzugewinnen? Dafür haben wir die Deutschen mal gefragt, wem der aktuell bekannten CDU-Politiker sie es denn zutrauen würde, wieder Stimmen von der AfD zurück zur Union zu holen. Und da sehen wir, 10% sprechen sich hier für Friedrich Merz aus, 17% jeweils für Hendrik Wüst oder Markus Söder. Eine traurige Zahl, 49% sagt keinem der Genannten, 7% sagen weiß nicht. Ich persönlich fand es nochmal spannend, auch in die Anhängerschaft der Union reinzuschauen, weil da sehen wir noch mehr Zuspruch für Markus Söder. Ihm traut man es am ehesten zu unter den Unionsanhängern. Aber auch diese Zahlen, die bevölkerungsrepräsentativ die ganze Bevölkerung gefragt haben, auch die sprechen ja sicherlich für sich. Ganz interessant sind ja diese 49%, die jetzt sagen, keiner der Genannten. Und da möchten wir an dieser Stelle unseren Kollegen Max Hermes im Deutschen Bundestag dazu holen. Max, wenn wir jetzt diese Zahlen sehen, du hast sie gerade auch verfolgt und gehört. Wie erklärst du dir das, dass die CDU eben nicht in der Lage ist, hier bei den AfD-Wählern zu punkten bzw. Protestwähler auch zurückzugewinnen? Friedrich Merz hatte sich ja einst auf die Fahne geschrieben, dass er die AfD-Wähler halbieren wollte, die Wählerschaft. Diese Aussage hat er mittlerweile zurückgezogen, hat gesagt, das ist 4 Jahre her, das gilt so aktuell nicht mehr. Und die Ampelkoalition wäre vor allen Dingen dafür verantwortlich, dass die AfD so hohe Zustimmungswerte hat. Aber klar ist, auch die CDU schafft es eben nicht, ein klares Profil zu zeigen, was jetzt möglicherweise dann auch für AfD-Wähler attraktiv sein könnte. Das Dilemma ist so ein bisschen, man ist weder richtig rechts noch richtig links. Friedrich Merz vor allen Dingen derjenige, der für diesen Wankelkurs so ein bisschen steht. Also man weiß nicht, ist er der konservative Hardliner einerseits oder ist er derjenige, der progressiv ist, der vielleicht auch für ein grünes Wählermilieu dann ansprechbar ist. Und der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Günther, der hatte das ja schon so ein bisschen kritisiert. Er hat gesagt, man solle den Leuten keinen Scheiß erzählen. Und damit meinte er, um mich für diese Ausdrucksweise zu entschuldigen, dass man keine Gender-Debatten Ähnliches führen sollte, sondern dass man klare inhaltliche Prognosen abgibt, für klare Inhalte steht. Das war auch in der Vergangenheit so, wenn die CDU regiert hat, Adenauer, Kohl und auch Merkel, da gab es einen klaren Regierungskurs, der scheint aktuell bei der CDU zu fehlen. Max, vielen Dank für deine Einschätzung aus dem Deutschen Bundestag. Und damit nochmal zu dir, Janina. Wir haben es gerade gehört, Friedrich Merz wurde explizit angesprochen und Merz hat ja nochmal erneuert seine Aussage, seine Zusage, nicht mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen. Und er hat gesagt, diese
Brandmauer, die stehe. Wie kommt das denn an? Sind die Deutschen der Meinung, das ist der richtige Kurs oder sollten die Parteien mit der AfD zusammenarbeiten? Ja, das ist ja zumindest der Kurs, den wir in den letzten Jahren unter Demokraten immer als richtig erachtet haben, mehrheitlich. Und deswegen haben wir auch nochmal geschaut, ob das heute eigentlich immer noch so aussieht. Wir haben die Menschen gefragt, sollten andere Parteien sich dafür öffnen, nach der Bundestagswahl 25 auf Bundesebene mit der AfD zu koalieren, also wirklich auf höchstmöglicher Ebene. Hier sagen tatsächlich 37% ja, 6% sind unentschieden. Aber, und hier wirklich eine deutliche Mehrheit von 57% der Wahlberechtigten in Deutschland, die Nein sagen. Also auch hier sehen wir die Ablehnung für eine Öffnung hin zur AfD, die ist nochmal hier deutlich größer. Janina, viele sehr interessante Zahlen in einer spannenden Zeit. Danke dir, dass du heute bei uns warst. Gerne. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können, ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt.